Hallo und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten Special. Ich wollte das Video eigentlich schon vor 3 Wochen hochladen, aber ich konnte mich bis jetzt nicht ganz so motivieren. Deswegen kommt es jetzt leider etwas verspätet, aber ich hoffe, das stellt jetzt kein Problem dar. Und was ihr wissen sollt, ist, dass dieses Video etwas länger dauert. Von daher hört das Ganze so eher als Hörspiel. Ja, genau. Und die erste Frage kommt direkt von Hype45. Bin ich im FAQ? Ja, damit bist du jetzt offiziell im FAQ. Herzlichen Glückwunsch. Die nächste Frage. Alpha Pro HD. Wie alt bist du? Ich bin 16 Jahre alt und werde in etwas weniger als einem Monat 17 Jahre alt. Da freue ich mich schon auf jeden Fall. Und damit springen wir direkt zur nächsten Frage von MTVs Handy Games. Dubnormal, ich finde deine Videos klasse. Kennst du den YouTube-Kanal von Davis Schulz? Ja, natürlich kenne ich den. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Kanal. Ich schaue ihn seit ungefähr 3 Jahren oder 4 Jahren. Ich verfolge ihn schon seit längerer Zeit und ich finde seine Dubs einfach genial und seine Filmparodien vor allem haben mich, inspiriert. Er ist auch einer der Gründe, warum ich mit YouTube angefangen habe. Und ja, dann springen wir direkt zur nächsten Frage von Lars Germany. Magst du Schnitzel? Nein, Spaß. Kannst du mal eine neue Star Wars Verarsche oder so ähnlich machen? Ja, habe ich auch vor, demnächst zu machen. Das Ding ist halt, dass ich immer anfange, aber dann halt im Endeffekt, mir fallen keine Sketche ein. Und ja, dann brech ich das Ganze halt immer ab. Und dann denke ich mir, egal, fängst du in 2 Monaten nochmal an und dann fällt mir halt wieder nichts ein. Also ich hänge immer an der Parodie und möchte mal eine machen, aber mir fällt halt nichts ein. Und dann zieht sich das halt immer so hin. Deswegen, ja, auf jeden Fall mache ich noch eine, aber ich muss halt schauen, wann ich die mache. Es kann auch sein, dass ich erst in einem halben Jahr wieder eine hochlade. Da müssen mir einfach die Ideen dafür kommen. Genau. Die nächste Frage von Rota. Ja, Rota ist auch ein sehr guter Junge. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Wirst du mir denn endlich mal mein Eis kaufen? Ja, kann ich machen. Musst du mir nur sagen, wenn wir uns treffen sollen, auf jeden Fall. Dann kaufe ich dir auf jeden Fall ein Eis, Schnucki. Nein, war ein Spaß. Kauf dir dein Eis selber. Nächste Frage von Outdoor Freak. Erstens, was hältst du von den Mythbusters und ähnlichen Sendungen? Ich kenne die Sendung nicht mal, also keine Ahnung. Ich kann da jetzt nichts zu sagen. Zweitens, wenn du in irgendeinem Film Serienuniversum leben müsstest, welches wäre das? Star Wars und Herr der Ringe. Ja, weil ich mag die Filme einfach sehr und mich interessieren auch die Geschichte und generell die Welt finde ich sehr schön ausgeschmückt. Also von daher wären das so meine beiden Filmuniversen, wo ich gerne drin leben würde. Und die dritte Frage ist, hättest du die Chance, 3 Gesetze in Deutschland ändern zu können, welche wären das? Ich würde nur eine Sache ändern und zwar das Urheberrechtsgesetz. Und zwar ist das hier in Deutschland sehr streng. Das heißt, wenn du zum Beispiel in Amerika darfst du dir Filmmaterial nehmen und das halt parodieren und als dein eigenes Werk verkaufen. Was heißt verkaufen, aber hochladen, ohne dass du da mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen musst. Und in Deutschland musst du halt echt schon aufpassen, dass du da halt keinen Strike für kriegst. Und das würde ich halt ändern, ja. Und dann springen wir direkt weiter zur Frage von Simsala Animation. Erstens, wie lange arbeitest du an deinen Videos? Zweitens, machst du auch eigene Animationen? Ich arbeite an meinen Videos ungefähr, wenn ich dann anfange, brauche ich dafür so eine Woche und dann arbeite ich jeden Tag so 1 Stunde dran. Ich bin nicht so einer, der jetzt wirklich an einem Tag 7 Stunden dauerhaft was macht. Das könnte ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu anstrengend, deswegen verteile ich das halt immer so. Wenn ich jetzt ein längeres Video mache, wie die Cyanide and Happiness Show, die 15 Minuten in Anspruch genommen hat, also die 15 Minuten lang dauert und man muss halt wirklich 15 Minuten mit Ton hinterlegen, dann nimmt das schon ziemlich viel Zeit in Anspruch. Das war dann auch schon über mehrere Monate, genau. Zweitens, machst du auch eigene Animationen? Da scheinst du mich nicht so gut zu kennen, weil sonst wüsstest du ja, dass ich auch eigene Animationen mache. Ja, mache ich. Musst du nochmal gucken, ich habe auf meiner Startseite unten in den Playlists steht eigene Animation. Da kannst du dann draufklicken und dann siehst du meine eigenen Animationen. Hauptsächlich möchte ich auch demnächst weiter Flying Jokes machen, die Serie. Und ja, genau. Ups, mein Handy hat gerade vibriert. Das stelle ich jetzt mal schön aus. Ich mache das hier gerade übrigens auch alles One-Take, so gut wie es geht. Also können mir auch Fehler unterlaufen, ne? Melon-LP fragt, wie alt bist du? Der zweite, der es fragt, und ich bin immer noch 16.
Und hast du ein Lieblingsvideogame wie zum Beispiel Battlefield 1 oder COD? Ja, natürlich. Ich spiele sehr gerne Overwatch und Rocket League. Ihr könnt mich auch gerne adden. Ich kann euch die Daten ja unten reinschreiben. Und dann können wir mal zusammen zocken. Und lieber an Kälte oder Hitze sterben? Ich würde sagen an Kälte, weil Kälte tut nicht so krass weh wie Hitze, wenn ich das jetzt so beurteilen kann. Aber am besten gar nichts von beiden. Fred, was? Wie groß ist dein Kühlschrank? Naja, das ist ein ganz normaler Kühlschrank eigentlich. Jetzt nichts Besonderes. Ich tippe mal so ungefähr so groß wie dein Kühlschrank. Also ich habe jetzt auch nicht wirklich Motivation, da jetzt nachzumessen. Also ist ein ganz normaler Kühlschrank. Nekoman, welche Körbchengröße hast du? Das kann ich dir jetzt nicht beantworten, weil ich keine Frau bin. Das tut mir leid. Sinkyu, erstens, wenn du dich in dein Lieblingsessen verwandeln könntest, würdest du es für eine Stunde machen? Nee, eigentlich nicht, weil ich habe immer die Gefahr, dass ich dann gefressen werde und darauf habe ich keine Lust. Zweitens, wie oft rasierst du deinen Bartwuchs? Ich würde sagen, so alle 2 bis 3 Tage. Drittens, wenn du in einer Anime-Welt leben müsstest, welche wäre das? Death Note. Ja, ich liebe diesen Anime und ich würde da gerne, gerne mal leben, auf jeden Fall. Viertens, was ist dein Lieblingsspiel und würdest du mit deinem Lieblingscharakter aus diesem Spiel Pizza essen gehen? Was ist denn mein Lieblingsspiel jetzt? Ich habe so viele Lieblingsspiele, aber wenn es ein Spiel ist mit einem Charakter, wo ich essen mitgehen muss, dann wäre es, glaube ich, Overwatch mit, ich würde mich gerne mal mit McCree unterhalten. Das scheint nämlich ein ganz cooler Typ zu sein. Oder mit D.Va, genau. Mit D.Va würde ich essen gehen, auf jeden Fall. fünftens, wie stehst du zu Rothaarigen? Ja, Sinkyu, ich weiß, dass du rothaarig bist und ich habe nichts gegen Rothaarige. Da gibt es ja das Gerücht, dass Rothaarige keine Seele haben, aber ich weiß ja, dass du eine Seele hast. Also, ich finde Rothaarige ganz normal, wie jeden anderen auch. Also, ich habe kein Problem mit Rothaarigen. Sechstens, welcher Dub ist unter deinen eigenen dein Lieblingsdub? Ja, das ist die Cyanide and Happiness Show. Da habe ich auch wirklich über längere Monate dran gehangen. Das ist das 15-Minuten-Video. Das könnt ihr euch mal anschauen. Und da bin ich auch sehr stolz auf dieses Video, weil das zu Ende zu bringen, dieses Video, dieses Projekt, das war echt ein hartes Stück Arbeit. Siebtens, welche Rolle würdest du gerne mal sprechen, kannst es aber nicht, da deine Stimme unpassend ist? Ich glaube, die von Soldier 76 aus Overwatch. Der ist jetzt zwar in dem Spiel nur zu hören, wenn man ihn auch wirklich spielt oder so. Und den gibt es auch noch in diesen Overwatch Cinematics. Aber ich finde seine Stimme einfach so krass. Ich würde ihn gerne sprechen, aber meine Stimme passt nicht auf ihn deswegen. Achtens, wie nennt man eine Ecke gefüllt mit AfD-Wählern? Das ist ein rechter Winkel, ja. Neuntens, FreakSoMC. FreakSoMC, ja, was soll ich da groß zu sagen? Ich schaue ihn nicht, sagen wir es mal so. Und nun zum krönenden Abschluss. Wie bist du zum Dubben gekommen? Eigentlich durch Davis Schulz, weil ich habe seine Videos immer sehr, sehr toll gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, machst du das doch einfach mal selber. Nimmst die Tonspur weg und hinterlegst es einfach mal mit deiner Stimme. Und dann habe ich einfach mal angefangen und habe dann so gemerkt, ja, das macht doch eigentlich Spaß. Und dann habe ich da auch weiter dran festgehalten und mache das jetzt nach 2 Jahren immer noch. Genau. So, 10 Fragen, genug ist genug. Genau, Sinkyu, danke für deine 10 Fragen. Waren wirklich sehr gute Fragen, auch wenn ich nicht auf jede immer so eine konkrete Antwort geben konnte. Naja, egal. Dann direkt zur nächsten Frage von Bin nicht HD. Wie alt bist du? Ich bin immer noch 16. Und dann hat er direkt danach nochmal gefragt, auf was für einer Konsole spielst du? Ich spiele auf der PS4, PS3, PS2, PS1, auf der Wii, auf dem Nintendo DS, auf dem Game Boy, auf... Ja, das sind eigentlich alle Konsolen, auf denen ich so spiele und auf dem Computer auch noch. Nächste Frage, Lyrox der Erste oder Lyrox L oder 1, keine Ahnung, wie du jetzt genau heißt. Was für Videos hast du vor, in der Zukunft so hochzuladen? Ja, eigentlich das, was ich jetzt gerade auch mache, German Fandubs, eigene Animation und auch mal wieder eine Filmparodie. Das habe ich nämlich länger nicht mehr gemacht. Genau, weiter geht's. Lyrox L hat schon wieder gefragt, machst du mal Facecam? Ja, du hast jetzt Facecam geschrieben, aber ich weiß, du meinst Facecam. Hoffe ich zumindest. Und das habe ich vorzumachen, aber noch nicht jetzt. Also eigentlich
eigentlich habe ich mir das so gesagt, wenn du mal irgendwann 10.000 Abonnenten haben solltest, dann machst du mal so Facecam. Aber vorher nicht. Falls, wie gesagt, falls ich das irgendwann mal haben sollte. Die nächste Frage von dem User: Nein zum Islam, alle Muslime sind Terroristen und sind gegen Homosexuelle. Okay, also deinen Namen finde ich schon krass, krass diskriminierend, da sage ich jetzt mal nichts zu, aber deine Frage, in welcher Religion bist du? Ich bin ein Christ. Ja, mehr gibt's da glaube ich nicht zu sagen. Clash War 11, wie alt bist du? Immer noch 16. Und wohnst du in Deutschland? Ja, ich wohne in Deutschland. Ist ein cooles Land. Ich mag Deutschland eigentlich. Ja. Weiter geht's. Vom User Star Wars ist Beste. Oh, bin der 999. Abonnent. Kannst du mich erwähnen? Ja, damit erwähne ich dich jetzt offiziell. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Dann hat der liebe im Ghetto geboren, im Netto einkaufen gehen, vom Ghetto weggehen, reich leben geschrieben. 1000. Abonnent. Kann auch sagen, erwähne mich. Kannst du mich erwähnen? Ja, damit habe ich dich jetzt auch erwähnt. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt offiziell im 1000 Abonnenten Special dabei. Was eine Ehre, auf jeden Fall. Ich merke gerade, Clash War 11 stellt ziemlich viele Fragen. Jetzt kommt die dritte Frage von ihm. Was für einen Schulabschluss hast du? Ich bin gerade noch dabei, Abitur zu machen. Ich bin in der 11. Klasse. Dann fragt er, hast du Haustiere? Ich habe Meerschweinchen. Und hast du Apple oder Samsung oder was? PC, Handy und Tablet. Ich habe ein Samsung-Handy gehabt, das ist kaputt jetzt. Und ja, ein Tablet von Apple. Nicht von Apple, sondern von Samsung. Sorry. Percy, wieso kannte ich dich vorher nicht? Coole Videos, solltest mehr Abos haben. Tja, du kanntest mich vorher nicht, weil du jetzt erst auf meinen Kanal gestoßen bist wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal von aus. Und vielen Dank dafür auf jeden Fall, dass ich... dass du meine Videos cool findest. Und ja, Dankeschön. Cybergirl, glaubst du an Geister? Nein, ich glaube nicht an Geister. Tue ich nicht, nein. Und Werwolf oder Vampir? Eindeutig Vampir, weil Vampire haben noch die Kontrolle über sich selbst in der Nacht. Nicht so wie Werwölfe, die dann einfach mutieren. Da hätte ich nämlich keine Lust zu. Nächste Frage von Badhead Studios. Wow, 1000 Abonnenten und das komplett verdient. Ich glaube, ich war noch unter den ersten 50 dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Freue mich schon auf das FAQ-Video. Also, auf die nächsten 1000er. Meine Frage, wie lange hast du insgesamt gebraucht, um das Die Bedeutung der Liebe-Video zu bearbeiten? Ja, wie ich das eben schon gesagt habe, ich habe dafür ungefähr 3 Monate gebraucht, aber ich habe nicht jeden Tag daran gearbeitet. Ich habe im Schnitt jeden dritten, vierten Tag mal so eine Stunde dran gearbeitet. Das war so ein Projekt über einen längeren Zeitraum. Und ja, wie du schon gesagt hast, du warst unter den ersten 50 Abonnenten dabei, da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Genau. Und damit kommen wir zur nächsten Frage von Ömer YM. Wann kommen wieder Videos? Ja, jetzt ist ja wieder ein Video oben. Bitteschön. Aber ich habe auch vor, in nächster Zeit mal ein bisschen aktiver zu werden. Aber im Schnitt lade ich ja eigentlich nur so jeden Monat ein Video hoch. Aber ich kann ja trotzdem mal versuchen, ein bisschen aktiver zu werden. Nächste Frage von TheTutorIOS. Wie heißt die Hintergrundmusik? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Da müsste ich echt nachschauen. Ich kann es dir nachher mal schreiben. Jusix fragt, kann man dich essen? Nein, mich kann man nicht essen. Also eigentlich schon, ja, aber ich glaube nicht, dass das schmecken wird. Und dann fragt er noch, bist du sexy? Ja, auf jeden Fall, Mensch. Was erwartest du denn von mir? Auf jeden Fall, du. Ja, okay. Powergamer fragt, wie alt bist du? Immer noch 16. Legas Power fragt, magst du Bratwurst? Ja, ich mag Bratwurst. Sogar sehr gerne und... Ich bin auch ein großer Iblali-Fan, also von daher finde ich deine Frage sehr gut. Und dann fragst du noch, kannst du SpongeBob imitieren? Nein, das kann ich nicht und ich werde es auch nicht versuchen, weil es sich bescheuert anhört. Neues Cartoons fragt, was dubbst du am liebsten und wie bist du auf deinen Namen gekommen? Ja, ich dubbe eigentlich am liebsten Cartoons. Und wie bin ich auf meinen Namen gekommen? Ich wollte halt keinen normalen Standardnamen, deswegen habe ich einfach so gedacht, ja, nimmst du halt was Abnormales. Und hab dann versucht, das Wort Dub mit Abnormal in Verbindung zu setzen und bin dann auf Dub Normal gekommen. Deswegen kann man mich auch Dub Normal oder Dub Normal aussprechen, das kannst du dir aussuchen. Pandami fragt, wie schaffst du es immer so süß zu sein? Ja, keine Ahnung, Timo, das musst du mir dann wohl beantworten. Ich weiß es nicht.
Ich lache, Hashtag Kappa fragt, welches deiner Videos gefällt dir am besten? Also mir gefällt eigentlich am besten das Cyanide in Happiness Show, The Meaning of Love Video, also die Bedeutung der Liebe, und Flying Jokes, eine Weihnachtsgeschichte, weil das war, ich fand das Video eigentlich ganz gut, nur es haben halt nicht viele Leute geschaut, deswegen. Kev Vlogt fragt, wärst du ein Baum, was für einer wärst du dann? Eine Buche, weil ich finde die Bäume einfach richtig cool, deswegen wäre ich gerne eine Buche. Liebe kennt keine Liga, für immer VfB. Okay, da haben wir schon mal einen Stuttgart-Fan. Tja, die 1000 Abonnenten sind geknackt. Zeigst du dich irgendwann mal wirklich? Ja, wie gesagt, irgendwann mal bestimmt. Da muss ich halt nur schauen, wann ich das mache. Irgendwann mal, ganz vielleicht. Luna Wexo, wer sind deine größten Vorbilder auf YouTube? Davis Schulz, Tanzverbot und Iblali. Und Peters Kotstube und Soßenbinder, die sind auch richtig gut. Xkramba fragt, 1 bis 2 Wochen, hast du ein Zeitgefühl? Ja, wie du merkst, ich habe wohl kein allzu gutes Zeitgefühl. Das Video kommt nämlich 5 bis 6 Wochen später. Tut mir leid auf jeden Fall. Powergamer sagt, grüß mich bitte. Ja, Grüße an dich, Powergamer. Und damit kommen wir auch zur letzten Frage dieses 1000 Abonnenten-Specials. Und zwar von so ein Typ YouTube. Was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Hähnchen mit Pommes, aber ich esse auch vieles anderes gerne, aber das ist mir jetzt so spontan eingefallen. Und ja, das war's jetzt auch mit diesem 1000 Abonnenten Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte eure Fragen weitestgehend beantworten. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen und ich möchte nochmal am Ende einen Dank loswerden, und zwar an Sinbin Cartoons, der mir dieses tolle Bild gemalt hat, diesen Tintenfisch. Ich habe ihm gesagt, er soll mir irgendwas malen und er hat das wirklich gut gemacht. Ich weiß zwar nicht, was der Tintenfisch soll, aber er sieht zumindest ganz gut aus. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei, im Kanal ist in der Beschreibung. Und ja, damit beende ich dieses Video. Ciao!